Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Heavenly Father, we thank you. Deine Liebe hat kein Ende. Your love has no end. Deine Treue ist fest. Your faithfulness is firm. Und deine Kraft hat keine Grenze. And your power has no limitation. Wir danken dir für das Leben in deinem Wort. We thank you for life in your word. Und zu diesem Wort sind wir heute gekommen. And to this word we have come today. Bewirke du in uns, was dir gefällt. Work in us what pleases you. Heiliger Geist, wir danken dir. Holy Spirit, we thank you. Für deine Geduld mit uns. For your patience with us. Und für deine Bereitschaft, uns in die Wahrheit zu bringen. And you be ready to lead us into the truth. Wir empfangen die Gnade heute. We receive grace today. Nur das zu sagen, was von dir kommt. To only say what comes of you. Wir empfangen die Gnade heute. And today we receive the grace. Nur das zu empfangen, was von dir kommt. To only receive what comes from wir you. Wir loben und ehren deinen heiligen Namen. We praise and we honor your holy name. Im Namen Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. So, nochmal willkommen. Danke Gott für heute. So once again, welcome and thank God for today. Unser vierter Tag in dieser Intensiv-Lehrwoche. Our fourth day in this intensive teaching week. Gott hat uns so weit geholfen. And God has helped us this far. Und das Thema der ganzen Woche war die Geschichte des Erlösungswerks Christi. And the topic of this week was the salvation story Christi. Of Christ. Wir wollen einfach sehen, was ist herum dieses Tod und Auferstehung Christi. So we want to see what is around this death and resurrection of Christ. Warum ist sein Kommen notwendig? And why his coming is necessary. Wie können wir das mit dem Alten Testament verbinden? How can we connect it with the Old Testament? Wenn ihr denkt, seht, wir haben versucht, die ganze von 1. Mose weiterzugehen bis Offenbarung heute. So if you see, we continue to go from Genesis till Revelation. Zwar nicht intensiv, wie es heißt. Though not in so intense as it was called. Weil man kann alles nicht in 4 Stunden machen. Because you can't do everything within 4 hours. Auch mit Übersetzung. Even with translation. Aber wir haben ein paar Stichpunkte bekommen. But we've got some key points. Und meine Hoffnung ist, dass wir das nehmen als unterstützend oder als Hilfe, wenn wir die Bibel lesen. And I hope we take it as support when we read our Bible. So wir haben uns zwei Tage lang mit 1. Mose beschäftigt. So 2 days we dealt with Genesis. Mit der Schöpfungsgeschichte. With the creation story. Und wir haben auch die traurige Geschichte mitbekommen. And we also got to know this sad story. Wie Gott Adam und Eva und zwar die Menschen aus dem Garten Eden rausjagen musste. How God had chased out Adam and Eve and mankind from the Garden of Eden. Gestern haben wir gesehen, dass es Gottes Wunsch ist, dass jeder sich bekehrt. And yesterday we saw that it is God's will for every man to get saved. So, wir wollen Folgendes heute machen. So we want to do the following today. Wir wollen Dinge sehen, die im 4 Punkte von 1. Mose nehmen. So we want to take 4 points from Genesis. Und dann sehen wir, wie Jesus diese 4 Punkte berührt hat. And then we see how Jesus touched these 4 points. Nummer 1 ist die Schöpfung. Number 1 is the creation. Nummer 2 ist das Formen des Menschen. Then the second one is the making of man. Nummer 3 ist das Gericht über sowohl Adam als auch die Schlange. And thirdly, we want to see the judgment over Adam and the snake. Und der Nummer 4 ist die Trennung von Gott. And number 4 is the separation from God. Amen. Amen. So lass uns Epheser Kapitel 2 nehmen. So let's take Ephesians chapter 2. Wir lesen von Vers 8 bis 19. We read from verse 8 to 19. Epheser 2, 8 bis 19. Ephesians chapter 8, chapter 2, reading from verse 8 to 19. Epheser 2, 8 bis 19. Ephesians 2, 8 to 19. Oder ich überlege, ob wir lass uns bei Epheser anfangen. Okay, ich lese vor. Soll ich erstmal durchlesen? Oh. Du denkst, nee, ich lese mal 8 bis 10. 8 bis 10, dann lese ich 8 bis 10. Okay, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind
seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. For by grace are ye saved through faith, and that not our, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Lass uns das schon stoppen. Let us stop here. Das alles erste Aussage über die Menschen war es, als Gott die Gottheit sich getroffen hat und sich entschieden hat, die Menschen zu schaffen. So, the first thing we saw is that where the Godhead met, assembled to decide to create man. So, 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Genesis chapter 1, verse 26. So, Gott hat sich entschieden, den Menschen zu schaffen. So, God decided to create man. So, warum ist Jesus gekommen? So, why did Jesus come? Er ist gekommen, diese Schöpfung zu wiederholen. So he came to repeat this creation. Die Sünde Adam und Eva hat viele Dinge kaputt gemacht. So the sin of Adam and Eve destroyed many things. Vergesse nicht. And do not forget. Der Mensch ist im Gottesbild geschaffen und Gott ähnlich geschaffen. So man was created in the image of God and in his likeness. Was das bedeutet ist, wir sind mit göttlicher Natur geschaffen. It means we are created with a godly nature. Und wir sollen nach ihm ähnlich leben. And we shall live like him. Seine Eigenschaften auszuüben. To work out his attributes. Darum mag ich es, wie die englische Übersetzung sagt. That's why I like how the English version says. Sagt er, after his likeness, nach ihm zu laufen. After his likeness, to walk after his likeness. So, aber durch diesen Sündenfall. But by this sin. Ist diese göttliche Natur kaputt gemacht worden. By this sin, the fall into sin, this godly nature was destroyed. Darum ist es einfach für Menschen zu sündigen, wie sie wollen. That's why it's easy for men to sin just the way they want to. Aber die Bibel lässt uns wissen laut Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. So, but the Bible makes us to know according to Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Wir gehen bis 10, dass wir geschaffen sind in Christus. That we are created in Christ. Wir sind in Christus geschaffen. We are created in Christ. Nicht in der Welt geschaffen. Not being created in the world. Das heißt, wenn jemand Jesus angenommen hat, so meaning if somebody has accepted Jesus, er ist eine neue Schöpfung geworden. He has become a new creature. Wie wir das gelesen haben, oder vielleicht heute nochmal in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. So as we have read it and still read it again, 2. Corinthians chapter 5 verse 17. Wir sind neue Schöpfung. We are a new creation. Aber in Christus. But in Christ. So diese neue Schöpfung hat mit Christus zu tun. So this new creation has to do with Christ. So der Mensch, der Christus abgelehnt hat, ist keine neue Schöpfung. So the person who has rejected Jesus is no new creature. Er ist noch alte Schöpfung. Still the old creature. Mit kaputter Natur. With a destroyed nature. Aber wir, die Jesus angenommen haben, but we who received Jesus, wir sind die neue Schöpfung. We are the new creation. In Christus Jesus. In Christ Jesus. Das heißt, das, was Gott ursprünglich mit den Menschen vorhat, so it means the initial plan of God for mankind, kann nun bei uns in die Verwirklichung kommen. Can now come into realization with us in our lass lives. Lass mich euch etwas sagen über Gott. Let me tell you something about God. Wenn Gott etwas tut, er tut, es bleibt ewig. If God does something, it remains forever. Gott ist nicht Pascal, der heute das probiert und morgen das probiert und übermorgen anders was probiert. So Pascal is not God is not like Pascal who tries something today, tomorrow another thing and next tomorrow still another thing. Die Bibel sagt, das was auch mal der Herr tut, es bleibt ewig. The Bible says whatsoever the Lord does, it remains forever. Und wer kann ihm sagen, was tust du? And who can tell him what are you doing? Niemand kann dazu hinzufügen, niemand kann davon wegnehmen. No one can add to it, no one can subtract from it. Und der Herr tut es, das mit Menschen in fürchten. And the Lord does it for men to fear him. So, wann die Schöpfung, die wir in 1. Mose 1, 26 gesehen haben, ist
erschienen in Christus, wie wir gelesen haben in Epheserbrief. So, die Schöpfung, wie wir es in 1. Mose gesehen haben, so the creation that we have seen in Genesis chapter 1 verse 26, hat sich jetzt in Christus sich offenbart. Has now revealed itself in Jesus Christ. Aber nur für diejenigen, die in Christus sind. But only unto those who are in Christ Jesus. So, das ist es. So, this is it. Der Nummer zwei. The number two. Das Bilden. So, the building, the forming. Erkennt nur, dass in Kapitel 2 ist Gott, der Herr, herabgestiegen und hat den Menschen geformt. So, we see in chapter 2 of Genesis, God, in verse 1, the Lord God came down to form man. Nun, ich kann etwas sagen. And I can say something. Das Formen findet noch statt. The forming is still taking place. Das Formen findet noch statt. The forming is still happening. Weil es ist in Christus Jesus. Because it is in Christ Jesus. In 1. Mose hat Gott die Menschen geschaffen. In Genesis God formed, sorry, created man. Und dann Jesus, Gott der Herr, hat den Menschen geformt. And Jesus the Lord formed man. Nun, in diesem Neuen Testament, so now this New Testament, in Gottes neue Ordnung, in God's new order, geschieht alles in Christus. Everything happens in Christ Jesus. Da er Gott ist selber. For because he himself is God. So, wir sind in ihm geschaffen. So we are created in him. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie was er getan hat, als er die Menschen gebildet hat? So can you still remember what he did when he created man? Er hat den Odem des Lebens in den Menschen hineingeblasen. So he breathed the breath of life into man. Wollen wir vielleicht Johannes Kapitel 20 sehen? So, do we want to look at John chapter 20? Weil etwas ist geschehen am Auferstehungssonntag. Because something happened on the Resurrection Sunday. Johannes 20. John 20. Vers 21 und 22. Vers 21 and 22. Johannes Kapitel 20, Vers 21 und 22. John chapter 20, Vers 21 and 22. Wir wollen sehen, wo etwas sich wiederholt hat. So we want to see where something repeated itself. So, ich lese vor die beiden Verse. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father has sent me, even so sent I you. And when he had said this, he breathed on them and says unto them, Receive ye the Holy Ghost. Dasselbe, was er in Kapitel 2, 1. Mose getan hat, is the same thing that he did in Genesis chapter 2. Das hat er wiederholt bei den Aposteln. He repeated it with the apostles. So wie Adam uns repräsentiert hat in 1. Mose, and as Adam represented us in Genesis chapter 1, so haben die Apostel uns auch repräsentiert im Neuen Testament. Likewise, the apostles represented us in the New Testament. So wenn jemand zu Jesus kommt, so now if somebody comes to Jesus, und Jesus als Herr und Erlöser aufnimmt, accepting Jesus as his Lord or Savior, er ist eine neue Schöpfung. He is a new creation. Und dann kommt der Herr Jesus und atmet in ihn hinein. And then the Lord Jesus comes to him and breathes into him. Nun, lass uns etwas sehen in der Bibel. Now, let's see something in the Bible. Ich will die Bibelstelle raussuchen, wo die Bibel sagt, erste Adam war eine lebendige Seele und der zweite Adam war ein Geist, eine geistgebende Seele. 1. Korinther Kapitel 15. 1. Corinthians chapter 15. Ich glaube ab Vers 45. I think it's from verse 45. 1. Korinther 15. 1. Corinthians 15. Ab Vers 45. Reading from verse 45. Halleluja. Ich lese vor. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machender Geist.
And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Jesus ist Adam genannt. So Jesus is called the Adam. Warum musste er Adam sein? And why did he need to be Adam? Das Wort Adam heißt Mensch. The word Adam means man. Jesus musste Adam sein, weil es Adam ist, der gesündigt hat. Jesus had to be Adam because it was Adam who sinned. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat Adam die Autorität über die Welt gegeben. So when God created the earth, God gave Adam the authority over the earth. Adam hatte die Kontrolle, Autorität, was in der Welt geschehen soll. And Adam had a control to decide what should happen on this earth. Und diese Autorität schenkt Adam auch einen Zugang in den Himmel. And this authority too grants an access to Adam into the heavenly realm. Aber als Satan reingedrungen ist, hat er den Schlüssel von Adam weggenommen. But when Satan stepped in, then he took the key from Adam. So Satan fing an zu kontrollieren, was in der Welt geschehen soll. So Satan now started to decide what should happen in this world, on this earth. So Adam ist nun Sklave Satan geworden. So now Adam became a slave to Satan. Vergesse nicht, das Wort Adam bedeutet immer noch der Mensch. And do not forget, the word Adam still means man. Und Gott kann einfach nicht eingreifen. And God cannot just intervene. Weil er die Welt den Menschen gegeben hat. Because he has given this world to the man. Aber Gott musste die Welt erretten. But God had to save this world. Er musste Menschen erretten. He had to save man. Er braucht Menschen für seinen Plan in dieser Welt. He needed man for his plan in this world. Aber hier ist Satan, der jetzt regiert in der Welt. And here we see Satan who is reigning in this world. Und bei geistlichen Gesetzen, and in the spiritual law, wer das Problem verursacht, der ist der Einzige, der das Problem mit Antwort zu dem Lösung zu dem Problem bringen soll. So he who causes the problem is the one to bring the solution to it. So Adam hat das Problem verursacht. So Adam caused the problem. Und das Problem ist, alle die Adam geboren sind, sie Sklave Satan, als Sklave Satans geboren. And the problem is that all those who were born of Adam were born slaves to Satan. Kein Mensch hat ein reines Blut, das lebendig ist, um die Sünde wegzuwaschen. So no man has a clean blood to wash away the sin of man. So Gott in seiner Weisheit hat eine Idee gebracht. So God in his wisdom brought an idea. Und Gott wird Mensch werden. God is going to become man. So Gott Himmel hat sich eine Jungfrau gesucht in Jerusalem, in Israel. So now heaven was looking for a virgin in Israel. Eine Jungfrau, die keinen Mann kennt. A virgin not knowing any man. Aber man braucht sein oder ihr Gebärmutter. But her belly is needed. So der Engel sagte Maria. So the angel told Mary. Der Geist Gottes wird auf dich kommen. The spirit of God is coming upon you. Und in dir wird ein Kind gebaut werden. And a child in you is going to be created. Und das Kind soll die Welt von der Sünde erretten. And this child shall save this world from sin. So ist Maria, Jungfrau, schwanger geworden. So that's how Mary, being a virgin, became pregnant. Wir wollen uns nicht damit beschäftigen, alles, was die Verwandte über sie gesagt haben. So we don't want to say what all her siblings said about her. Weil keiner glaubte ihr. Because no one believed her. Wir wollen uns nicht damit beschäftigen, wie viele Schimpfworte, die Jesus als junge, kleines Kind bekommen hat auf der Straße. And we don't want to look at how many bad words Jesus heard when being a child. Weil keiner kannte seinen Vater. Because no one knew his father. Aber was ist besonders bei Jesus? But what is the special thing about Jesus? Es ist der Gott, der menschliche Klamotten angezogen hat. He is the God who dressed up human garment. Und da er durch eine Frau geworden ist, hatte das Recht, sich als Mensch zu betrachten. And by coming through a woman, he has the right to call himself man. Darum hat er sich Sohn, Menschensohn genannt. That's why he called himself the son of man. Er hatte Hunger gehabt. He was hungry. Er war manchmal müde. Sometimes he was tired. Er hatte Schmerzen. He had pain. Er hat geweint. He cried. Er hatte Gefühle. He had feelings. Erlaubt mir zu sagen, er hatte kleine Angst gespürt. And permit me to say, sometimes he felt a little fear. Er hat alles erlebt, was die Menschen erleben. He experienced everything that
people experienced. Die Bibel sagt, er wurde in alle versucht wie wir, doch ohne die Sünde. And the Bible says he was tempted in all things, just like we, but without sin. Und weil er steht, die Seele, die sündig, muss sterben. And because it is written, the sin, or sorry, the soul that sins shall die. Und der Lohn der Sünde ist tot. And the wages of sin is death. So Jesus kam. So Jesus came. Und hat alle Menschen auf sich, zu sich genommen. Drawing all men unto him. Um für unsere Sünde zu sterben. To die for our sins. So darum ist Jesus als Mensch gestorben. That's why Jesus died as a human being. Und er hat den Preis bezahlt. And he paid the price. Er hat mit unsere Krankheiten auf sich genommen. He bear upon himself our diseases. Unsere Strafe auf sich genommen. He took our punishment upon himself. Er wurde gekreuzigt. He was crucified. Er hat etwas gemacht. And he did something. Er sagte, als er am Kreuz hing, so he said when hanging at a cross, er hat uns alles mit sich genommen. He took everything along with himself. Er hat alle Menschen. Sorry. Er hat alle Menschen zu sich mitgenommen. He took all men unto him. Als er am Kreuz war, so when he was at a cross, war ich auch am Kreuz. I too was at a cross. Du warst auch am Kreuz. You too, you had a cross. Die ganze Leute, die auf der Straße laufen, waren auch am Kreuz. And all the people walking in the street were at a cross too. Als er gestorben ist, so when he died, bin ich auch gestorben. I died too. Bist du auch gestorben? You too, you died. Die ganze Leute, die auf der Straße sind, sind auch gestorben. And all the people who are walking in the street, they too died. Als er begraben wurde, when he was buried, sind wir mit ihm begraben. We were buried with him. Warum kann ich so sagen? And why can I say it like this? Weil als Adam gesündigt hat, haben wir auch alle gesündigt. Because when Adam sinned, all of us too sinned. So Jesus ist der letzte Adam. So Jesus is the last Adam. So er alles, was er erlebt hat oder erlebt hat, haben wir auch erlebt. So all that he experienced, we too experience it. Als er vor dem Toten auferstanden ist, sind wir auch vor dem Toten auferstanden. And when he rose back from the death, we too are going to raise back from the dead. Was ist aber der Unterschied zwischen uns, die glauben, und die anderen, die nicht glauben? But what is the difference between us believing and the others who do not? Wir, die an Jesus glauben, erleben die Realität dessen, was geschehen ist. So we believing in Jesus experience the reality of what happens. Die ihn aber nicht angenommen haben, werden es nicht erleben. But those who do not accept him are not going to experience it. Darum betrachten wir uns als ob das wirklich geschehen ist. So that's why we consider ourselves as if it has really happened. Halleluja. So, das haben wir gesehen. So we have seen this. Der erste Adam, the first Adam, war eine lebendige Seele. Was a living soul. Der letzte Adam, the last Adam, ist ein lebendig machender Geist. Is a quickening spirit. So, diesmal werden wir nicht mehr durch unsere Seele kontrolliert. So this time we are no more controlled by our soul. Wir werden nun durch unseren Geist kontrolliert werden. But we are controlled by our spirit. Nicht nur das. And not only this. Das, was in uns wirkt, kann auch andere Leute infizieren. So what works in us can also influence other people. Bitte merke es. So please note it. Du hast den lebendig machenden Geist in dir. You have in you the quickening spirit. So die Schöpfung und diese Formieren ist geschehen. Oder diese Bilden, das Bilden. So we see the creation and the making, the forming took place. Ich will nicht viel über das Bilden sprechen. And I don't want to say too much about it. Und dann kam Gericht. And then judgment came. Wir wissen, Adam hat die Erde wurde gerichtet. So we see the earth was judged. Leider Eva soll mit Schmerzen Kinder bekommen. And unfortunately, Eve had to bear her children with pain. Der Schlange hat seine Beine weggenommen bekommen, muss jetzt auf den Bauch kriechen und Sand, Erde essen. And the snake lost its leg, now having to eat the dust of the earth. Aber lass uns 1. Mose 3, 14 sehen. But let us see Genesis chapter 3, verse 14. Was uns interessiert, ist das Gericht über der Schlange. What we are interested in is the judgment over the snake, upon the snake. Wir wissen, er steht zwar der Schlange.
So we know it's written the snake. Aber es ist der Satan, der Schlange benutzt hat. But it is Satan who used the snake. So, es gab hier zwei Dinge, die gesprochen wurden. So here two things were spoken. Eine ist für die Schlange als Tier. So one is for the snake as the animal. Das andere ist für Satan, der Schlange besessen hat. And the other one for Satan who possessed the snake. Esther Mose 3, 14, 15. Genesis 3, 14 and 15. Ich lese vor. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alle Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field, upon the belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dein Kopf zertreten und wirst ihn in den Verse stechen. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Hallelujah. So, es soll etwas geschehen. So something shall happen. Es gab Strafe. There was a punishment. Und der Same der Frau soll Satans Kopf zertreten. And the seed of man shall tread or bruise the head of the serpent. Eines will ich erstmal betonen, bevor wir weitermachen. And one thing I want to emphasize on before we continue. Es kann nie eine Freundschaft geben zwischen Satan und den Menschen. There can never be a friendship between Satan and mankind. Egal wie schön er dich anlächle. No matter on how beautiful he smiles at you. Egal wie viele Geschenke Satan dir gibt. No matter how many gifts he gives to you. Satan hasst dich. Satan hates you. Auch wenn du nicht über ihn redet. Even if you do not speak about him. Wenn du ihn nicht hört. Even if you do not disturb him. Er hasst dich. Still he hates you. Weil du ein Mensch bist. Because you are a human being. Er mag dich heute nicht eingreifen. He might not attack you today, aber er hat Plan für dich. But he has a plan for you. Sein Plan aber ist nicht gut. But his plan is not good. Aber Gott sei Dank. But thank God, wir haben Jesus. We have Jesus. So, es gab etwas da. So there was something. Der Same der Schlange soll den Kopf des Satans oder Schlange zertreten. So, der Same des Frau, der Frau. So the seed of the serpent. No, the Frau. Okay, the seed of the woman shall bruise her head, its head. Und Leute glauben, darum hat Satan Abel getötet. And we believe, or people believe, that's why Cain killed Abel. No, Satan hat Abel getötet. So that's why Satan killed Abel. Er hat Cain bewegt, Abel zu töten. Using Cain to kill Abel. Macht Cain unwürdig im Leben. Making Cain unworthy in life. So, but ein Mensch kommt, Satan greift ihn ein. And as soon a man comes, Satan attacks him. Alle die Männer und Frauen, die Gott benutzt, Satan hat immer angegriffen. And all the men and women were attacked by Satan. Leider hat immer Erfolge gehabt. And unfortunately, mostly he had success. Nur bei Jesus. Only with Jesus. Der Jesus sagt, der Feind kam zu mir und hat nichts in mir gefunden. And Jesus said, the enemy came to me, but didn't find anything in me. So, was ist denn geschehen? So, what else happened? Lass uns sehen, Kolosser 2, 13 und 15. So, let's see, Colossians. Wie Jesus das ausgeführt hat. Kolosser Kapitel 2. Colossians chapter 2. Vers 13 und 15. Verse 13 bis 15, sorry. Verse 13 and 15. Bis 15, ja. Kolosser 2, 13 bis 15. Colossians 2, 13 to 15. Ich lese durch die drei Verse zusammen. Er hat euch, auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als
als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, has he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against you, against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it. Als Jesus gekreuzigt wurde, so when Jesus was crucified, Satan hat sich gefreut. Satan was rejoicing. Und dachte, er hatte ihn. Thinking now he got him. Jesus ist in die Hölle gegangen, Jesus went to hell, wo wir alle gehen sollten. Where all of us were to go. Aber am dritten Tag, but on the third day, ist er von den Toten auferstanden. He stood back, or he arose from the dead. Und als er von den Toten auferstanden ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, and or raising from the dead by the power of the Holy Spirit. Und das ist die höchste Macht des Satans. And this is the highest power of Satan. Satans höchste Macht ist Tod. Satan's highest power is death. Und Jesus hat diesen Tod überwunden. And Jesus overcame this death. Ist auferstanden. Rose back to life. Aber ich rede darüber, bevor er auf der Erde seinen Fuß wieder auf der Erde setzte. So, but I'm speaking of the time before he set his feet again on this earth. So was geschieht. So that something like this happens. Was Paulus hier beschrieben hat, müssen wir verstehen. So what Paul explained here, we need to understand it. Zu dieser Zeit, als Paulus lebte, at a time when Paul was living, wenn ein Krieg geführt wird, if a war is led, angenommen, Leipzig hat einen Krieg gegen Magdeburg geführt. So, for instance, Leipzig had a war. No, sag mal Berlin. Leipzig gegen Berlin. So Leipzig had a war against Berlin. Und Leipzig hat Berlin besiegt. And Leipzig conquered Berlin. So, man wird Berlin König und seine ganzen Soldaten nach Leipzig führen. So the king of Berlin and all the citizens now were led to Leipzig. In Gefangen genommen. Being taken captive. Und der König von Berlin oder der General werden alle ihre Klamotten anziehen. And the king and the generals will all wear their garments. Und es wird ein Feiertag erklärt. And it will be called a public holiday. Wo jeder vorbeikommen wird zu schauen. Where everyone will come and attend and look. Und der König von Berlin wird kommen. And the king of Berlin comes. Vor dem König von und steht vor dem König von Leipzig. Standing in front of the king of Leipzig. Und er wird seine Krone auf den Boden setzen. Setting down his crown from his head. Und ich will, dass er versteht. Ein König setzt nie seinen Kron auf den Boden. So, and I want you to understand, a king never sets his crown on the floor. Und er wird seine Klamotten ausziehen. And he will wear off his garment. Er und seine Soldaten. Him and his soldiers. Und sie werden nackig gemacht werden. And they will be undressed. Nackig. Being naked. Man wird sie jetzt binden, Hand und Fuß. Now they are bound hands and legs. Man wird sie durch die ganze Straße führen. And leading them through the whole city. Und jemand wird vor denen schreien. And somebody will shout in front. Das sind die König von Berlin. And somebody will shout in front of them, this is the king of Berlin. Das sind die König von Berlin. This is the king of Berlin. Und eine extreme Schande. And it's an extreme shame. Denn danach werden sie erledigt. And after that, they are finished. So es gab etwas in den himmlischen Regionen. So there was something in the heavenly realm. Die ganzen Dämonen waren da. All the demons were there. Die Engel Christi waren da. The angels of Christ were und there. Und Satan wurde entwaffnet. And Satan was disarmed. Und er hat alles verloren. And he lost everything. Und Jesus sagte in Matthäus 28. And Jesus said in Matthew 28. Mir ist gegeben alle Macht in Himmel und auf Erde. And to me is given all power in heaven and on earth. Liebe. Beloved. Wenn es Jesus geht. If it is about Jesus. Satan hat keine Macht. Satan has no power. Und in diesem Jesus befinden wir uns. And we are in this very Jesus. So in Christus. So in Christ, sind wir unantastbar. We are untouchable. Er mag schreien.
He may shout. Er mag brüllen wie Löwe. He may roar like a lion. Aber in Christus. But in Christ, sind wir unantastbar. We are untouchable. So das ist der Gericht über Satan. So this is the judgment over Satan. So jetzt fehlt über diese Trennung. So now we still have to talk about this separation. Wir haben über Schöpfung gesprochen. We spoke about a creation. Über das Bilden des Menschen gesprochen. About the making of man. Über das Gericht über Satan gesprochen. We have spoken about the judgment over Satan. Und jetzt kommt Trennung. And now we're speaking about a separation. Wo Menschen von Gott weggehen mussten. When man had to part away from God. Und darum ist Jesus gekommen. And that's why Jesus came. Lass uns zurück zur Epheser 2 gehen. So let's go back to Ephesians chapter 2. Wir haben bis Vers 10 gelesen. We've read till verse 10. Wir werden jetzt ab Vers 11 bis 19 lesen. So now we continue from verse 11 to 19. Epheser 2, 11 bis 19. Ephesians 2, 11 to 19. Ich lese jetzt mal 11 bis 13. Dann wird meine Schwester lesen. Tut mir leid, ich war manchmal zu schnell. Tut mir leid, aber ich bemühe mich. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit den Händen geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bruderschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called circumcision in the flesh, made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Lass uns nicht vergessen, gestern haben wir gesagt, dass Gott das Volk Israel rausgesucht hat. So let us not forget, yesterday we spoke about God having chosen the people of Israel. Und hat Israel gesegnet. And blessed Israel. Und will der Welt zeigen, wie er mit den Menschen oder mit Nationen umgehen will. And wants to show the world how he's dealing with nations and with mankind. Und alle anderen Bevölkerung sind Heiden genannt. And all other people in this world are called Gentiles. So das war der Zustand, wie Paulus hier sagt. So this was the circumstance, as Paul is saying. So Vers 13 bis 15. So verse 13 to 15. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unsere Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidenwand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. But now in Christ Jesus, ye, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself a twain, one new man, so making peace. So, wir Heiden und die Israeliten, die Juden, wir sind in Christus eins geworden. So we heathen, we Gentiles and the Israelites are made one in Christ. Wir ersetzen die Juden nicht. We do not replace the Jews. Aber wir sind reingebracht worden in diesem Bündnis mit Gott. But we were brought into the commonwealth of Israel, into the covenant with God. So wir dürfen die Segen Israels in Anspruch nehmen. So we are permitted to take for us the advantages or the blessings of Israel. So 16 bis 18. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen
und den Nahen. Denn in ihm haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off and to them that were nigh. Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlingen ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. I missed 18, I read it. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Der Tod und Auferstehung Christi hat die Heiden zusammen mit den Juden zusammengebracht. So the death and the resurrection of Christ brought together the Gentiles and the Israelites. Es ist unchristlich, antisemitisch auszuüben. Es ist unchristlich, Antisemitismus auszuüben. So it is not Christ-like to behave or to speak things antisemitic. Die Juden sind unsere Brüder und Schwestern. The Jews are our brothers and sisters. So, lass uns nun 2. Korinther 5 etwas sehen. So now let us see something in 2 Corinthians chapter 5. Weil dieses Versöhnungswerk ist noch nicht zu Ende. Because this work of reconciliation is not yet done. 2. Korinther Kapitel 5. 2. Corinthians chapter 5. Lass uns Vers 18 sehen. So let's see verse 18. Die Bibel sagt, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ and has given to us the ministry of reconciliation. Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation, ambassadors for Christ. So, Jesus hat uns zurück zu Gott gebracht. So Jesus brought us back to? Zurück zu Gott gebracht. To God. So jetzt haben wir keinen Streit mehr mit Gott. So now we have no quarrel or no dispute with God anymore. Wir gehören zur Familie der Juden. We are belonging to the family of the Jews. Und wir haben wieder Zugang zu Gott. And we have access to God again. Und ich will etwas in Kolosser zeigen, 1 Vers 20. And I want to show something in Colossians 1:20. Dass diese Versöhnung war nicht nur auf dieser Erde. This reconciliation didn't only take place on this earth. Kolosser Kapitel 1, Vers 20. Colossians chapter 1, verse 20. Ich lese vor. Und durch ihn alles mit sich selbst versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things on earth, in earth or things in heaven. So das heißt, es gab Versöhnung für Dinge auf dieser Erde. So it means there was a reconciliation for things on this earth. Wir Menschen. We men. Aber die Sünde Adam hat auch Dinge in den Himmel kaputt gemacht. But the sin of Adam also destroyed things in heaven. Weil der Mensch Zugang zum Himmel hat. Because man had access to heaven. Weil der Mann einen Platz im Himmel hat. Because the man had a place in heaven. So, diese Stelle im Himmel ist auch versöhnt worden zu Gott. So now this place in heaven was also reconciled back to God. Wenn wir unsere Bibel lesen, werden wir sehen, dass wir mit Christus sitzen in den himmlischen Regionen. So now if we read our Bible, we'll see that we are sitting with Jesus Christ in the heavenly realm. Das ist Epheser Kapitel 2, Vers 4 bis 6. It's Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Und Hebräerbrief 4, 16 sagt uns, wir dürfen jetzt immer zum Gnadenthron kommen.
In Hebrews 4:16 tells us that we can always come to the throne of mercy. Lass uns Hebräer 9 aufschlagen, bitte. Let's open up Hebrews chapter 9. Wir wollen etwas sehen über diese Stiftshütte Mose. We want to see something about the tabernacle of Moses. Wir haben uns damit gestern beschäftigt ein bisschen. Yesterday we dealt with it, or yeah, we learned about it a little. Hebräer 9. Hebrews 9. Ab Vers 1. Starting from verse 1. Bis Vers 7. Till verse 7. Ich lese es durch, der liest es. Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war, denn es war ein Zelt ausgerichtet, das vordere, in dem sich die Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches die Allerheiligsten genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubin der Herrlichkeit, die den Sündeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit vor das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verwirrung des Volkes darbringt. Then verily, the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid around about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost was signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Wie weit hast du gelesen? Nee, ich habe nur bis 7 gelesen. Okay. So wir fangen von 11 an. So we continue from 11. Von Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftige Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Bis Vers 11 bis 12. But Christ being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Konnt ihr noch erinnern, Gott hat Mose befohlen, Stiftshütte zu bauen,
genau wie er was das gleiche was er auf dem Berg gesehen hat. So can you remember God telling Moses or instructing Moses to build the tabernacle just the way he saw it on the mountain. Und der Berg war nicht ein irdischer, dieser Platz war nicht auf der Erde. And this place wasn't on the earth. So als Jesus auferstanden ist. So when Jesus rose back from the dead. Er ist erschienen in der Allerheiligste. He appeared in the holiest of all. Das was Mose gesehen hat. That what Moses saw. Aber diesmal mit seinem Blut. And now with his blood. Und er ist einmal für alle und für immer gekommen. And he came once and for all for everyone. Der Hohepriester geht einmal jedes Jahr. The high priest went into once a year. Und Jesus ist unser Hohepriester. And Jesus is our high priest. So er ist zu dem Thron Gottes gegangen mit seinem Blut einmal für mich und für dich. So he went into it as being the high priest with his own blood for you and me. Als geschlachtetes Lamm. As the lamb being slain. Lass uns Offenbarung 5 aufschlagen. Let's open up Revelation chapter 5. Weil das hier geschah früh am Sonntagmorgen. Because this here happened early in the morning of Resurrection Sunday. Offenbarung Kapitel 5. Revelation chapter 5. Vers 1. Lass uns von Vers 6 sprechen. So let us read from verse 6. Und ich sah, siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Er hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechte dessen, der auf dem Thron saß. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. So Jesus ist im Himmel als ein Lamm erschienen. So Jesus appeared in heaven as a lamb. Und hat sich offenbart vor Thron Gottes. Revealing himself before the throne of God. Wenn du Vers 1 bis 5 gelesen hattest, dieses Buch wurde vorne und hinten versiegelt. So if you read from verse 1, this book was sealed from every side. Wurde mit sieben Siegeln versiegelt. And was sealed with seven seals. Das heißt, das Buch des Lebens wurde zugemacht. So the book of life was closed up. Aber Jesus kam. But Jesus came und hat das Buch genommen, taking the book und hat meinen Namen reingeschrieben, and wrote in my name, hat deinen Namen reingeschrieben, writing in your name. Halleluja. Und ich will das erzählen, ich finde es gut. So I want to say that and I see it as a good thing. Das war der Lösungswerk Christi. This was the salvation work of Christ. Er hat das Blut gebracht. He brought the blood. Und seine Vergebung ist etabliert worden. And our salvation was established. Aber weißt du, dass Jesus früh am Morgen Maria begegnet ist? But do you know that Jesus met Mary early in the morning. Und Maria durfte ihn nicht antasten. And Mary was not permitted to touch him. Und er sagte, ich muss zu meinem Vater und zu deinem Vater gehen. Saying, I have to go to my father and your father. So er hat das Blut rübergebracht. So he brought the blood there. Aber weißt du noch, in Kapitel 27 Matthäus Evangelium, die Bibel sagt, dass viele entschlafene Heiligen sind auferstanden. But you remember in Matthew 27, the Bible says that many of the saints who have already slept away, they rose back to life. Und sie sind Jerusalem rumgelaufen. And they walked through Jerusalem. Und manche haben sie gesehen. And some saw them. Denn Jesus ist zurückgekommen abends, sich seinen Jüngern zu offenbaren. And now Jesus came back in the evening to reveal himself unto his disciples. So du magst nun fragen, wo sind nun die Heiligen? So you may ask, where are the holy ones now, the saints? Ich will etwas sagen. I want to say something. Das ist mein Verständnis. That's my understanding. Jesus hat nun die Heiligen in Himmel geführt. Jesus now led these saints into heaven. Er hat sein Blut rübergebracht. He brought his blood there. Auf dem Thron. To the throne. Und kam zurück. Coming back. Atmete an den Jungs breath at the disciples und das Werk ist
erledigt. And the work was finished. Und jetzt nahm die Abrahams mit. And now he took along with himself the Abrahams. Die Isaacs. The Isaacs. Die Davids. The Davids. Aber etwas geschah. But something happened. Psalm 24. Psalm 24. Weißt du noch, als Jesus auferstanden war, da waren Engel am Grab. So do you remember when Jesus rose back, there were angels at the grave. Und die sind gekommen, ihn zu begleiten. And they came to accompany him. Und Psalm 24, Vers 7. Psalm 24, Vers 7. Ich will euch sagen, nach meinem Verständnis. And I want to tell you, according to my understanding. Was dieser Psalm bedeutet. Regarding this Psalm. Psalm 24, Vers 7. Psalm 24, Vers 7. Ich lese vor. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Vers 8. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Antwort: Er ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. 9. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter empor, ihr ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Eine Frage: Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Wieder Antwort: Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord, strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Diesmal kommt Jesus im Himmel wie ein, als ein Mensch. So this time Jesus enters into the heaven as a man. Ein Mensch, der Knochen und Fleisch hat. A man having bone and flesh. Aber kommt mit Menge von Leuten. But he comes with a multitude of people. So was hat Himmel noch nie erlebt. Heaven has never experienced this before. Es gibt schon Türsteher vor Himmel. So there was a security guard already at the door. Aber der Engel, der mit Jesus geht und schrie, mach die Türe auf! But the angel accompanying Jesus shouts, open ye gates. Und die Stimme kommt, wer ist der Herr der Herrlichkeit? And the question comes, who is this King of glory? Er ist der Herr, der stark im Krieg ist. The Lord strong and mighty in battle. Hast du gelesen Epheserbrief Kapitel 4? Did you read Ephesians chapter 4? Er hat Gefangenen gefangen geführt. He took the captives captive. Wenn ein König zum Krieg geht, so if a king goes to war, das Beweis, das gewonnen hat, ist, bringt Gefangenen nach Hause. The proof of him having conquered is to bring captives back home. So Jesus ist zurück in Himmel erschienen. So now Jesus appeared back in heaven. Und hat seine Gefangenen mitgebracht. Bringing along his captives. Und die sind alle da im Himmel und warten auf uns. And all of them are there awaiting us. Und sie klatschen von uns, wenn wir Gottes Name Ehre geben. And they are clapping hands for us when we give the God's name all the glory. Und geistlich sind wir zusammen. And in spirit we are together. Geistlich erleben wir Gott zusammen. So spiritually we experience God together. So Christentum ist mehr als singen und tanzen. So Christianity is more than singing and dancing. Es ist Gemeinschaft mit Gott und den Geistern. It is fellowship with God and the spirits. Wenn ich Geister sage, ich meine Heilige Geist. And if I talk of spirits, I'm speaking of the Holy Ghost. Und alles, was Himmel uns gibt. And all that heaven gives to us. Willkommen auf dieser Erlösungsarbeit. So welcome in this work of salvation. Willkommen auf dieser Erlösungsreise. Welcome on this journey of salvation. Mit dem Ziel, uns mit Gott zu versöhnen. With the aim to be reconciled to God. Ich hoffe, du bist gesegnet. I hope you are blessed. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen etwas über Jesus Tod und Auferstehung. And I hope you understand a little about Jesus' death and resurrection. Dass wir jetzt Plätze im Himmel haben. That we now have places in heaven. Wir dürfen immer zu Gott kommen. And we can always come to God. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, ist für die Vergangenheit, ist für heute und auch für die Zukunft. And the price that Jesus paid is for the past, the present and the future. Sein Blut trocknet nie aus. And his blood never dries up. Danke.
Thank you. Danke für die Zeit. Thank you for the time. Und danke auch für die Übersetzung. Thank you for the translation. Ich will uns ein wunderbares Gottes Segen wünschen. I want to wish us a wonderful God's blessing. Bitte nimm dir Zeit, wenn die Predigt hochgeladen ist, nochmal zu hören. So please take time again when the sermon is uploaded to listen to it again. Sogar nicht Fragen zu stellen. Do not hesitate to ask questions. Und eine Ansage: Am 26. diesen Monat haben wir Heilungs- und Befreiungsabend bei uns im Gemeindesaal. In an announcement on 26th from 7 p.m. to 9 p.m. we have a healing and deliverance service in our church venue. Wo wir Gottesdienst feiern. Where we celebrate service. Seid herzlich eingeladen. You're warmly welcomed. Lade Leute ein. Invite people. Lass uns Gottes Angesicht für Heilung suchen. Let us seek the face of God for healing. Vater, wir danken dir. Father, we thank you. Wir preisen dich. We praise you. Du hast uns geholfen. You have helped us. Lass deine Hand spürbar werden in unserem Leben. Let your hand be visible, feelable in our lives. Danke für alles. Thank you for everything. Im Namen Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Ich will uns alle schöne Zeit noch wünschen. I want to wish all of us a beautiful time. Und ein schönes Wochenende. And a wonderful weekend. Und eine schöne Woche. And a wonderful week. Shalom.